Hallo und herzlich willkommen zurück zu Autonauts. So, ich habe bis tief in die Nacht gearbeitet, wie ihr seht, und habe die Roboter programmiert. Immer mit der großen Angst, dass hier die Forschung weitergeht, aber irgendwie tut sie es nicht. Ne? Hier liegt alles so rum. Ist die Frage, warum? Er braucht einen Hammer und bekommt keinen. Das mit den Werkzeugen hier scheint nicht mehr ganz zu funktionieren, seitdem ich das verschoben habe. Ne, seitdem gibt es hier so kleine Schwierigkeiten. Hier oben gab es auch ein bisschen Schwierigkeit. Das konnte ich noch beheben, aber das mit dem Hammer ist wohl noch. Und warum wird hier unten nichts mehr eingesammelt? Was ist da passiert? Das ist echt die Frage, ne? Ist vielleicht der Roboter verschollen? Schauen wir doch mal. Was haben wir denn so? Okay, unbenannt, mit einem Herzensammler, da haben wir ihn. So. Was ist los? Hinzufügen zu Forschungsverbesserung, bis Hände leer sind. Ja, der hat Herzen. Bis Hände leer sind, irgendwas klappt hier nicht. Okay. Siedlergunst 980 von 1500. Ich glaube, stimmt, wir hatten ja die eine Forschung abgeschlossen. Das ist so irreführend. Das ist das Ding. Es ist so irreführend, da unten steht es so, als wäre da noch eine Forschung aktiv und am Laufen, aber ist ja gerade gar nicht mehr. Oh Mann, deswegen geht es ja auch nicht weiter. Ja, was machen wir als nächstes? Holzfußboden und Zäune. Oh, das mag ich. Ich will Zäune. Einfach ein paar mehr Zäune mal, ne? Aber ich glaube, mit Zäunen kann man wunderbar so Areale abstecken. Das fände ich noch ganz nice. Machen wir das mal. Und dafür brauchen wir nur ganz lockeres Brett. Hol ich schnell. Dann zeige ich die Programmierung von den Bots und dann werden wir die mal aktivieren und mal gucken, was dann passiert. Ja, und danach kümmern wir uns dann um das Holz, ne, was wesentlich besser laufen muss, wie man hier sieht. Habe ich jetzt Brett? Habe ich. Das Ding hier ist immer so, naja, ne, kurz vor leer. Und wie man mir halt nachgetragen hat, ist es halt sehr wichtig, dass wir sehr, sehr viel Holz haben. Weil das brauchen wir halt für alles Mögliche, ne? Wirklich alles. Ich denke mal für die Zäune dann später auch noch. So, okay, rein damit. Sehr. Ein Brett. Und weiter geht's. Schön. 10 von 2000 schon. Sehr schön. Und hier stapelt sich's bis unter die Decke. Und vielleicht ist es jemandem aufgefallen, der Apfelstapel ist mittlerweile weg. Ich war echt überrascht, als ich's gesehen habe. So, huch, wo ist er hin? Die Äpfel sind gänzlich weg? Was ist hier passiert? Wow. Ach, okay. Er hat keinen Hammer mehr. Das heißt, er konnte hier nichts mehr weghämmern. Und ich habe so lange gebraucht, dass selbst dieser Apfelstapel hier jetzt aufgebraucht wurde. Ach Gottchen. Na gut, warum nicht, ne? Okay. Dann ist das Ding mal weg. So, sieht doch schon wesentlich aufgeräumter aus. Dieser Stapel ist noch ein bisschen hässlich. Den müssen wir noch irgendwie wegmachen. Aber ansonsten, ne? Jetzt mittlerweile. So, okay, Hammer. Wo ist der Hammertyp? Boah, diese Biene, dieses Geräusch. Okay, mal schauen. Spitzhackenhersteller, Spatenmacher, Axtmacher, Hammergeber. Haben wir denn hier einen Hammer überhaupt rumliegen? Aber er hat, glaube ich, auch einen Hammer in der Hand, ne? Der Oberkörpertyp drängt sich ein bisschen auf. Hammergeber. Also, wo hängt er denn? Ach, der ist gar nicht aktiv. Oh. Na dann. Oh, okay, das war's schon. Gut. Und weiter geht's. Er wird bald seine Äpfel bekommen. Ne? Ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Er versucht hier an dieser Stelle weiterhin Äpfel zu sammeln. Und das geht gar nicht mehr. Bis Hände voll sind. Nächster Fundort für Apfel. Und das ist nur da oben. Ja, es ist hier alles, ne? Ach ja, stimmt. Der soll ja alles absuchen. Okay. Ne, können wir vielleicht so lassen? Ich... Ne? Ach komm, lass mal so. Ist schon. Gut. So, das läuft weiter. Das wird jetzt wieder gefuttert. Mal gucken, wie das mit den Äpfeln läuft. Ob das so reicht. Ob wir noch mehr davon brauchen. Aber jetzt erst einmal kommen wir zu unserer vollautomatisierten Roboterherstellung. Der Oberkörpertyp, ne, war ja zuletzt ein Hindernis. Okay, ist ein bisschen komplizierter, ne, wie man hier sieht. Wir können das ja mal einzeln einfach durchgehen. Wir brauchen hier für den Oberkörper brauchen wir zwei Bretter und einen Pfahl. Bedeutet, ich gehe zu Stauraum mit Brett 1 und nehme ein Brett. Das Ganze mache ich zweimal. Danach, bis die Hände leer sind, verstaue ich das Ganze
im Inventar. Ja, das kommt also hier in den Rucksack zweimal. Und dann holen wir einen Pfahl. Dann gehen wir zur Roboterwerkbank, schmeißen, hinzufügen zur einfachen Roboterwerkbank. Ich klappe mal kurz auf. Genau, das, was wir in der Hand haben, also diesen Pfahl. Dann holen wir zweimal aus dem Inventar die Bretter zurück in die Hand. Bis die Hände leer sind, hauen wir das Ganze in die Werkbank rein. Dann holen wir uns den Roboterkörper, bringen ihn zum Fertigungsstand und fügen ihn dem Fertigungsstand hinzu. Und das Ganze wiederholen wir eben auch endlos. Ja? So. Das können wir starten, denn wir haben beide schon hinten drin. Bedeutet Go. Der fängt also jetzt an, das Ganze zu fertigen. Den Kopfmacher, den hatten wir ja schon gemeinsam durch und da brauchen wir keine Schleifen, weil er nur von beiden Teilen jeweils eins holen muss. Deswegen sieht das halt so aus, ein bisschen aufgeräumter. Und er darf auch loslegen. Er wird wahrscheinlich, die werden hier stehen bleiben. Der eine hat einen Kopf in der Hand, der andere einen Oberkörper. Und dann warten sie. Und er hier, nee, das ist der ganz neue, das ist eben mein Test gewesen übrigens. So, wo haben wir jetzt den? Kopfmacher. Sind sie? Ah, hier, da ist der Antriebstyp. Da habe ich ihn. Okay, so. Also, der ist ja ganz neu, ne? Der muss... Was brauchen wir für einen Antrieb? Ein Stamm, ein Brett, ein Pfahl. Ist recht simpel. Den Stamm kann man nicht ins Inventar packen, aber den Pfahl. Das heißt, wir nehmen erstmal einen Pfahl ins Inventar. Nehmen das Brett, gehen zur Werkbank, hauen Brett in die Werkbank, holen uns aus dem Inventar den Pfahl, packen den auch in die Werkbank, gehen hier oben zum Stammlager, holen einen Stamm raus, gehen wieder zur Werkbank, hauen den da drauf, dann holen wir uns den Roboterantrieb, nehmen ihn, bringen ihn zum Fertigungsstand und klatschen ihn rein. So, play. Und er dürfte das wirklich machen und wenn er dann hier ankommt, hier sehen wir ihn, da steht er, ich glaube, er hat einen Kopf in der Hand, ne? So, gruselig. Er hat den Kopf in der Hand. Er ist dran, jetzt holt er sich den Pfahl. Das geht übrigens super schnell, ne? Mit dem Inventar. Die sind da wirklich schnell. Das sollte man also echt nutzen, wenn es zeitkritisch ist, was die da machen. Und jetzt bringt das hin und jetzt kriegen wir gleich noch einen Roboter. Und dann legen die alle wieder los. So, und das machen die so lange, bis wir einen stoppen. Aufladen. Nehmen und hinpacken. Ich werde verfolgt. Gut, nie danke. So, zwei Stück haben wir schon. Das ist sehr gut. Und da sind sie dran. Boah, mit dem Kopf ist der wirklich, wirklich schnell. Und Oberkörpertyp haben wir noch gar nicht richtig aktiviert, oder what? Oh, die und die Bienen. Was ist mit dem Oberkörpertyp? Hier oben haben wir den Oberkörpertyp. Da passt irgendwas nicht. Bis Hände leer sind, Gegenstand verstauen. Ich verstehe. Ich verstehe. Er kann, glaube ich, nur einen Gegenstand ins Inventar packen. Oh. Das ist ja nicht schön, ne? Gucken wir mal. Stimmt, er kann nur einen Gegenstand ins Inventar packen. Ah. Hätte ich von selbst drauf kommen können, ne? So, also klappt das so... nicht. Es klappt so nicht. Es klappt so nicht. Oh Mann. Ja, da hängt er. Gut, stopp, stopp. Alles gut, alles gut. Bringt ja nichts, ne? Wir müssen ihn... es ihm neu beibringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zurückholen zweimal, bis Hände leer sind. Werkbank. Also er holt sich zwei Bretter raus, wir gehen zur Werkbank und klappen die Bretter in die Werkbank rein, bis die Hände leer sind. Könnte man auch zweimal machen, ne? Eigentlich ist das ja auch hüpfig gesprungen, vielleicht ist zweimal sogar sauberer. Ach, bis Hände leer sind, ist schon in Ordnung. Dann gehen wir zu Stach und Pfahl, holen den Pfahl, packen ihn auch da rein und so weiter. Ist vielleicht auch ein bisschen einfacher so. Gut. Dann machen wir es mal so.
Ich sehe schon, da passt etwas nicht. Drum helfen wir ihm und holen den ganzen Scheiß hier raus. So, Junge, Mann. Echt jetzt, ne? Wo sind? Ach so, den Rest holen, den Pfahl. Und jetzt klöppelt er es zusammen. Hat einen Oberkörper. Nimmt ihn, bringt ihn hier vorne hin. Schmeißt ihn nun drauf und das war's. Der nächste Roboter. Und jetzt geht's weiter. Der hat den Kopf schon draufgeworfen. Alter, ist der schnell. So, Moment. Ich bin etwas überfordert mit der Situation. Was liegt denn da? Ach, das liegt schon oben drauf. Ah, ich wollte schon gerade sagen, da steht doch ein Unterkörper. Ja? Ja? Was nun? Ach, by the way, übrigens, wir hatten eben auch noch ein kleines Problem, dass keine Werkzeuge mehr hergestellt wurden. Und das lag daran, dass hier dieser Stauraum komplett leer gefegt war. Und der Stöckchensammler, der hat nur hier reingeworfen. Ich habe ihm dann gesagt, er soll es auch hier reinwerfen oder nur hier rein erstmal. Und seitdem läuft es wieder. Übrigens, ne? Das wollte ich noch erwähnt haben. So. Ah, da vorne haben wir ihn. Er ist dran. Roboterantrieb. Darauf warten alle. Wow, das geht so unglaublich schnell. Das geht so schnell. Alter Schwede. Wir haben jede Menge Roboter. Ich meine, ich lasse noch ein kleines bisschen arbeiten. Ne? Ich meine, wir können sie ja brauchen. Ich hab... Nehme ich mit. Ja. Na, später. Und du bist auch neu. Boah, da kommt schon der nächste. Alter, ist das gut. So, wir werden, ich glaube, noch 2, 3 Roboter lassen wir uns machen und dann brechen wir das Ganze mal ab. Komm schon. Achso, ich habe nur aufgeladen, ne? Ja. Okay, er haut jetzt. Moment. So. Er ist gestoppt. Das heißt, hier geht's nicht mehr weiter. Ne? Der Rest macht's noch fertig. Und es liegt dann nur noch an ihm, dass er den Antrieb halt, oder dass wir den Antrieb hier nehmen, ihn da reinklatschen. Und sobald wir das machen, aktivieren wir die Jungs wieder. Und es geht weiter. Also sobald er hier natürlich aktiviert ist. So, okay. Wir haben jetzt ein paar Roboter. Wow, ging das schnell? Okay. Oh. Wir könnten theoretisch auch noch einen Auflader machen, ne? Wir haben ja hier so eine kleine Diskette. Und das ist der Auflader. Dann gehen wir hier hin. Ich glaube, das war Steuerung, ne? Und rechte Maustaste. Und er ist jetzt Auflader. Auflader und go. So, also er hat jetzt auch dieses ganze Gebiet, ne? Wie der andere und er lädt auf. Der Auflader ist auch leer. Ah, wird gerade von einem anderen Auflader aufgeladen. Oh, schön. Okay, haben wir das schon mal. Nummer 1. So, Diskette kommt mal zurück. Die Auflader-Diskette, die will ich auf jeden Fall behalten. Man weiß ja nie. Die Jungs können wir immer brauchen. Das ist jetzt der Stammsammler. Ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig. Jetzt muss man hier nur aufpassen, dass man nicht aus Versehen einen Roboter überschreibt, ne, mit so einer Diskette. Ich möchte nämlich gerne das Programm von hier diesem Buddler haben. Und da haben wir den Buddler. Kriege ich den überhaupt? Ich mach mal Stopp. So, und jetzt Steuerung linke Maustaste. Gut, gut. Das ist jetzt das Buddler-Programm. Und sein Programm ist wirklich simpel. Holy moly, ne? Da ist ja nichts drin im Grunde. Er holt sich auch nicht sein eigenes Werkzeug. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, ich will es anders machen. Wir machen jetzt einen neuen Buddler. Und zwar auf die eigene Art und Weise.
auf die MK1 Art und Weise. Ich glaube, das ist so nicht in Ordnung. Wir machen das jetzt anders. Also. Die Diskette ist weg. Moodler 2. Also, Kollege, du nimmst dir... Wir machen, nein. So, ich wollte das nur kleiner machen. So. Du nimmst dir jetzt hier ein Werkzeug. Hier wird gemacht, Spaten. Genau, den nimmst du dir. Gut. Das Ganze... bis die Hände voll sind. Ich glaube, das passt, ne? Das war ja das Ding. Dann hier hingehen und hier einfach buddeln. Bewegen zur Erde. Gegenstand verwenden. Ich möchte noch was testen. Ist das hier auch Erde? Bewege zu Baumstumpf. Er kann ja beides machen eigentlich, ne? Gegenstand verwenden. Weil bei beiden wird dann dementsprechend ausgebuddelt und der Pflanzer ist auch schon am Start. Oh ja, geht da schnell. So, das können wir hier... Oh, das müssten wir eigentlich überspringbar machen, ne? Vielleicht endlos. Endlos, bis er keine Erde mehr findet. Ne? Soll er erstmal die Erde aufbuddeln und... Dann soll er auch Baumstümpfe ausbuddeln. Oder wir können es auch erstmal so machen, nur Baumstümpfe. Soll er die machen? Warum auch immer. Ich habe nicht das Gefühl, dass der andere Buddler hier groß unterscheidet. Oder sind die jetzt gewachsen, die Baumstümpfe? Werden das immer mehr? Bin mir da nicht sicher. Okay. Er nimmt sich sein Werkzeug, buddelt und buddelt. Und das Ganze dann... Endlos. Also bedeutet, er macht das immer und immer wieder. Und wenn jetzt zwischendrin hier oder hier unten das Werkzeug kaputt geht, ja, an irgendeiner Stelle, dann springt er automatisch hier hin und bis die Hände voll sind, holt er sich dann seinen neuen Spaten. Ich denke, das müsste so hinhauen. Jetzt noch die Areale. Einfacher Spaten nimmst du dir... Wo sind wir? Hier vorne hat er sich... Ja gut, das passt, das ist richtig. Dann... Baumstumpf, maximaler Bereich. Okay. Dann müssen wir natürlich aufpassen, der buddelt richtig. Also der macht hier das Areal auch ein bisschen größer. Machen wir mal... Na, so. So ist ganz gut. Erweitern wir das ein bisschen. Nice. Das mit der Erde. Gleicher Bereich. Okay. Gut. Das heißt, wir haben jetzt einen Buddler, der vollautomatisch funktioniert und keinen Spatengeber braucht. Bedeutet natürlich, der muss sich dann auch sein Werkzeug holen gehen. Dadurch verlieren wir ein bisschen Zeit. Aber der Weg ist ja nicht so weit. Komm, machen wir mal. So. Er hier. Da ist er unterwegs. Zack, ist der Spaten weg. Er reagiert, macht einen neuen Spaten. Er geht zurück und buddelt. Oh, ihn habe ich deaktiviert, ne? Ja, mach einfach mal weiter, Junge. Mach einfach mal weiter. Das ist schon okay. Never change a running system. Und er buddelt jetzt einfach ein bisschen mehr. Wir haben der Pflanzer. Was haben wir hier? Auflader ist am Suchen. Stocksammler ist beschäftigt. Stammsammler ist beschäftigt. Da haben wir den Pflanzer. Und der Pflanzer ist leider auch noch so ein kleiner Bot. Den müssten wir jetzt eigentlich diesem Butler hier anpassen. Das heißt, wir machen noch einen zweiten Pflanzer. Also. Hey, du da, komm mal mit. So. Also, wir haben hier ein Lager voll mit den wunderbarsten Samen. Pflanzer.
Level 2, ne? Oder Pflanzer 2, whatever. Okay, okay. Also, du gehst hier hin, holst dir Samen, bis die Hände voll sind. Bis die Hände voll sind, Samen nehmen. Dann gehst du hin, suchst dir ein Löchlein und haust es da rein. Nächstes Fundort für Loch. Da könnte man auch einfach sagen, bis Hände leer sind. Ne? So, das Ganze hier in einem großen Bereich. Der hier war das, glaube ich. Ne, so war das. Ne, das wird jetzt alles ein bisschen erweitert. Hier oben müssten wir dann einfach auch noch Erde freibuddeln. Könnten wir schön quadratisch machen. Und dann wird das alles auch noch mit Bäumen bepflanzt. Passt. Endlos wiederholen natürlich. Gibt es noch irgendwas, was er tun könnte? Er hat noch 8 Kilobyte frei. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Vielleicht nochmal alle aufladen zwischendurch. Oh Mann, heftig. Nee, komm, komm, lassen wir es einfach so. Das passt schon. Pflanzer 2, hau rein. Okay. Also, ich denke, hier unten fehlt tatsächlich wieder ein Hammer. Was zum Teufel? Was ist denn hier schon wieder los? Das hier ist, ne? Hier werden die Hämmer hergestellt. Wahltyp, Stocksammler, Samenfarmer. Ist hier der Hammertyp da drinnen? Könnte sein, dass da drunter Hammertyp steht, ne? Ich weiß es nicht, er kennt es nicht richtig. Oh Mann, oh Mann. So, und ich muss hier unbedingt mal wieder ein bisschen sortieren, habe ich das Gefühl. Das ist langsam etwas unübersichtlich. Hammertyp, Hammertyp. Kann man eigentlich suchen? Gibt es eine Suchfunktion? Wohl nicht, ne? Aber warum? Warum arbeitet er nicht? Er holt sich... Holt er sich denn seine Stöcke hier? Ist egal, das ist völlig egal. Ist auch alles egal, hier ist alles voll. Was sind das hier, niedere Arbeiten? Nö, niedere Arbeiten doch niemals. Das ist schließlich ein Hammertyp, der, ich meine, Apfelteam. Nee, meh. Da ist der Hammertyp, mein Gott. Okay, okay. Hammertyp 2, Hammergeber. Was ist mit dir? Stamm nehmen. Was stimmt denn nicht, Junge? Was ist los? Erzähl. Bis einfache Werkbank voll ist. Er hat noch einen Pfahl. Oh. Fahr rein. Hier, Pfahl. Achso, ist voll. Ach Gottchen. Und das hier weg. Naja, es ist... Okay, jetzt klappt's. Gut, der Hammertyp arbeitet wieder. Es gibt wieder Hämmer. Mein Gott, was ist denn hier mit den Hämmern los? Weird. Einfach weird. Wir haben keinen gewürzten Apfel mehr. Klar, Äpfel sind wieder ausgegangen. Oh Mann. 1060 von 2000. Das ist gar nicht so schlecht. Die Zeit... Oh, 24 Minuten schon wieder die Folge hier. Hey, hey, schon wieder sehr lang. Okay, also, es zieht sich jetzt so ein kleines bisschen. Vermutlich auch, weil... ich nicht so ganz fit bin. Ja, ich möchte mich dafür entschuldigen, wenn meine Gedankengänge momentan nicht so ganz fresh daherkommen. Ach, ich gebe mir Mühe. Es wird langsam komplizierter. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen jetzt, oder vielmehr ich, ein bisschen besser organisieren und zusammenfassen. Ja, vielleicht auch ein bisschen umbenennen. Vielleicht richtige Teams machen. Wir können jetzt auch Zäune machen. Vielleicht sollten wir da auch noch ein bisschen hinarbeiten, dass wir uns Areale hier abstecken und das Ganze etwas organisieren und planen. Mal gucken. Ich lasse mir was einfallen und vielleicht seid ihr mit dabei in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.